Wake, hi und willkommen zu einem neuen Let's Play bei mir auf dem Kanal. Ja, Alan Wake schnappen wir uns diesmal. Das ist schon ein bisschen älter, das ist 2010. Das ist für die Xbox 360 rausgekommen und ich glaube erst 2 Jahre später ist es dann für Windows umgesetzt worden. Was passiert hier jetzt? Ja, okay. Wir begeben uns aber schon mal hier hin. Also ja, seit 2012 gibt es zwar PC, mir spiele auf PC, natürlich auch wieder unter Linux. Das läuft momentan unter Wine 3.13 Staging. Ich hoffe, es ist ganz gut soweit, hoffentlich ohne grafische Glitches. Die kamen in der früheren Wine-Version ab und zu mal vor. Probieren wir einfach mal. Was richtig cool ist, ist, dass der Xbox 360 Controller out of the box einfach funktioniert, auch mit der Wine-Version, das ist einfach geil. Über das Spiel weiß ich jetzt nicht so sonderlich viel. Ich habe es mal bei GOG gekauft, bevor es dort aus dem Programm genommen worden ist. Wahrscheinlich für Lizenzprobleme oder abgelaufene Lizenze. Habe ich das einfach mitgenommen, weil ich es noch nicht kannte. Das hat von Remedy entwickelt, die Max Payne gemacht haben. Und es ist eigentlich eher so ein Horrorspiel, mit, wo Schatten und Licht zentral die Rolle spielen. Und Alchemie weiß ich auch gar nicht so vom Spiel her. Ich weiß nur, dass es um einen Schriftsteller geht, der irgendwie Schreibblockade hat, wo im Urlaub ist und dann verschwindet seine Frau plötzlich oder so. Das ist eigentlich alles, was ich weiß. Und denke ich, die ideale Möglichkeit, das mal rauszufinden, um was es da komplett geht. Wir gucken mal hier. Wie steht's denn hier? Auf High, das ist hoffentlich okay. Soll ja auch schön aussehen. Subtitles enabled. Videokommentar brauche ich nicht. Ich will es nämlich einfach nur so spielen, wie man es nochmal spielt. Wir fangen da mal an. Eieiei, Nightmare auf keinen Fall. Normal. Probieren wir mal. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. Okay, sehr seltsame Träume, was er da hat. Look up to the light. Das ist eigentlich gut, wie es ist, dass da genau L to walk. Ja, das, was du am Anfang gesagt hast, dass die Horror-Stories am besten sind, in denen nichts erklärt wird, das stimmt teilweise sogar, ja. Okay, was hold LB to sprint? Okay, das ist wahrscheinlich, ja, genau, in den Sprint mal. Da hinten blinkt doch was. Ja, da blinkt was, cool. Oh. I had to go to the lighthouse. I knew there was something important waiting for me there.
Ja, das ist schön und gut, aber so Kompass, das ist interessant. Der zeigt uns wahrscheinlich immer an, genau wo wir hin müssen. Was ist das? Kaffee, Thermoskan. Und jetzt? Das ist toll. Was kann man damit machen? Keine Ahnung. Kunde mal nochmal ein bisschen. Geht ihm irgendwann die Puste aus? Prüfe. Ja, rennt ziemlich gut. Dann müssen wir wohl hier lang. Ist hier auch was? Kann man da hingucken? Nö, kann man nicht. Was ist das? Missing. Sind mir das? Keine Ahnung. Rain Cove Point Lighthouse Hiking Trail. Okay. Alan Wake. Oh, das ist unser neuestes Buch. The Sudden Stop. Oder irgendein Buch. Oh. Whoops. You don't even recognize me, do you, Ryder? Nein. You think you're God? You think you can just make up stuff? Hallo? Alter, was hat der vor? You're in this story now. Upsa. Autsch. You're a joke. It would be a single readable sentence in your books if it wasn't for your editor. You'll never publish another one of your shitty stories, 'cause I'm gonna kill you. It's not like your story's already good. Not like they have any artistic merit. You're a lousy writer. Cheap thrills and pretentious shit. That's all you're good for. Just look at me. Look at your work. Okay, also das ist jetzt mir Träume wahrscheinlich von einer Kreatur, die mir selbst beschrieben haben, quasi. Und die ist ziemlich aufgebracht. Hier ist ein QR-Code, cool, ich kann mein Handy mal abscannen. Irgendein seltsames Bild. Und wir gehen am besten mal weiter. Ups, okay. Moment, was? Okay, gut, da kann man auch runterfallen. haben wir das auch mal geklärt. Einwandfrei. Also aufpassen. Das ist kein so Spiel, wo es irgendwie da links und rechts unsichtbare Barriere gibt. Ups. You can dodge enemy attacks. Oh, das war wahrscheinlich richtig, oder? Well done. Dodge again. Ah, okay. I realized that the hitchhiker was a character from the story I've been working on. Es fällt da früh in. Und jetzt? Scary shit, aber es gibt Checkpoints, das ist schon mal schön. Ups. Alter, was geht denn jetzt für eine Scheiße ab? Wir sprinten mal lieber. Oh, jetzt ist er aber, jetzt ist ein guter Ausgang. Das ist schon irgendwie creepy. Wow, nicht aus, alles. Nö. Was? Macht der uns was? Wahrscheinlich nicht. Der will das mal kommen. Oh, jetzt ist es ein Puste-Ausgang. Wirklich sehr lebhafte Träume, der Kerl. Ja, alles klar, du das sagst, machen wir das. Warum nicht? Stop! No!
Der ist nicht zimperlich, der Kerl. I was trapped. There was no way out. Alter, was soll denn das jetzt? Mit dem Auge und dem Fernseher. Und du. Ach du Scheiße. Was soll das? Auf jeden Fernseher die Augen. Hier raus. Kommen Sie. Gut. Ja, ja, würde ich ja gerne. Wenn mich hier jemand rauslassen wird, würde ich das gerne tun. Ja, kann ich jetzt hier. Oh, jetzt. Follow the light. Hört schon gut an. Wo ist es Licht? You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. Oh, jetzt haben wir wieder Farbe. Okay, im Licht kann ich mich heilen. I have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? Nein. Follow my light. To teach you. The darkness is dangerous. It's sleeping now. When it feels you coming, it will wake up. There's no time. I can only show you the most important thing. Okay. Also ich träume mir am manchmal seltsam, aber nicht so seltsam. You must follow me now. The hitchhiker has been taken over by the dark presence. Ooh. You can't hurt him now. The darkness protects him from all harm. Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Ooh. Auf dem Dorkflur. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. So? Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be saved. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Deine Pistole. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Nein, kann schon meinen, wie behalte den Traum. A terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Okay, also boosting the light with LT left trigger blinds the enemies and burns the darkness away faster. Okay, gut, nur wenn die Enemy in the darkness sind, kann ich die mit der Pistole killen. Item Limit reached. Also brauche ich wahrscheinlich im Endeffekt Batterie und Munition. Okay. Das tut's auch. Kann ich jetzt auch hier hin? Wieder hin kann es? Kann ich, scheinbar. Fuck!
Nein! Wow. Die sind eklig, die Viecher. So, und hier auch. Mein Licht lädt sich langsam wieder auf. Das ist schon mal gut. Warte mal, bis aufgeladen ist. Alles klar. Boah, das ist also eklig verzerrt, ey. Boah. Die Flare Gun. Okay, was ist die? Die Flare Gun? Keine Ahnung. Brennen die Enforer weg? Probieren wir einfach mal. Wird ja schon bald wieder jemand kommen. Wow, das war ein cooler Effekt. Wow, das ist wohl eher so Area of Effect Waffe, hä? Die Flare Gun. Das ist mal interessant zu wissen. Zack, nein, nein, Kopf. Kommst du dann auch nochmal oder? Oh ne, 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 der kommt nicht mehr, das war's mit. Was? Okay. Gut. Da scheint jetzt nichts zu passieren. Ich habe die Feinde gekillt, wo kommen soll. Dann kann ich ja hier warten, bis das Licht aufgeladen ist. Das ist schon mal gut. Das ist gut. Ja, danke für das Angebot, aber das ist nicht nötig. Oh, der ist. Und er kommt näher. Ich glaube, ich sollte am besten mal verschwinden. Nehme ich nur stark an. Scheiße. Ah, was soll das? Wahrscheinlich kann ich ja hier runterfallen. Aber das kommt immer näher. Okay, gut. Weg hier. War hier noch irgendwas? Das ist mir glaube ich egal. Irgendwas ist so. Ne, der ist schon, boah, der ist schon viel zu nah. Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Okay, das war dann wohl dieser Traum.
wir sind auf einer Fähre. Das scheint sehr richtig loszugehen. Welcome to White Falls. Beschauliches kleines Dörfchen. Welcome to Pride Falls. Okay. Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Pose for Alice. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying, I'm Pat Main, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Main, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Okay, der will also seine Ruhe haben. Ist ja verständlich. Das sieht doch eigentlich noch ganz lauschig aus, muss man sagen. Noch ganz okay. So, war das jetzt gut? Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller. How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry. We're fine. Great. Great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Was ist denn das für ein Gestör, dass das unser... Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Sind wir schon hier? Was? Get back to the car. Ich vermute nur, die Frau fährt. Ja, genau. Leave Ferry. Sollen wir mal warten, bis wir angedockt sind? Also komplett, so richtig. Oder? Come on, Slowpoke. Ja, nur eine Hetze. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord. A Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the O'Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose. I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. Oh, yeah, yeah, yeah. I got defense. I got the cat from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Stimmt. Okay, ich würde sagen, wir machen ja dann nur ein kleiner Cut. Wir müssen hier in dem... Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have to leave. Rusty here is no longer human.
Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of us. War nicht schlecht. So, gut. Wir machen hier mal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal gucken wir, was es mit dem Mr. Snooki auf sich hat. Bis dahin dann. Bye bye.